Ja, herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen, Zuhörerinnen, mal wieder zum samstäglichen Verantwortungstreff bzw. Samstalk der ältesten Telefonkonferenz von Schenkerbewegung mit dem Ziel, dass wir im Strom des Lebens uns wenigstens in der Woche mal eine Stunde rausnehmen und die Verantwortungsfrage an das Ganze stellen. Und ja, wir sind da ein Kernteam seit ein paar Monaten, welches sich auch als Keimzelle sozusagen einer virtuellen Kommunebildung versteht. Und zu diesem Kernteam gehören der gute Dylan, der Luis und ich. Und dazu kommen aber jetzt auch schon also einige Leute sogar kontinuierlich mit dazu, die auch sich so als Mitdenker für eine ganzheitliche Veränderung, Systemwandel verstehen möchten. Ja, irgendwann nehmen wir die vielleicht auch fest in Reihenfolge mit auf. Im Moment machen wir es so, dass wir anfangen mit unseren Redebeiträgen und die anderen sich dazwischen schalten, wo es ihnen gerade passt und sie dann an dieser Stelle mit in die Reihenfolge aufgenommen werden. Wir machen es nach der Methode des Redekreises, wo jeder eine bestimmte Zeit bekommt und man dann reihum den Redestab quasi weiterreicht. Ja, das sei mal heute so die kurzgefasste Rahmeneinführung, inhaltlich und technisch. Und dann gebe ich gleich mal weiter zum ersten Beitrag an den Dylan. Ja, ich hoffe, man hört mich gut. Öffe, vielleicht nochmal eine kurze Rückmeldung. Hörst du mich gut? Oder? Ah. Also ich höre dich leise, aber wenn ich es ganz ans Ohr halte, höre ich was. Ich höre nichts, fast nichts. So, liebe Zuschauer, Sie sehen jetzt also hier den Öff, der gerade gesprochen hat. Hier haben wir so einen Ausschnitt mit dem Thomas, den Sie ja auch im Bild gleich sehen werden. Luis leider heute noch nicht da, wo ich weiß nicht, was los ist. Gela ist da übers Telefon und Luis fehlt noch, Öff ist da. Ich bin da, hier so ein Zettel, ja, da bin ich mit langen Haaren, ohne Brille. Das sind die Flyer von der Partei des Gemeinwohls. Hier nochmal ein Bild mit dem Yuppie-Schnitt. Dann das Forum Weltrat der Weisen stelle ich vor. Und jetzt stelle ich vor das Forum freie-argumente-kultur.de. Da findet also die entscheidende schriftliche Diskussion statt. Also jederzeit dort einklinken, ja. Und dann haben wir hier die Annonce mit der superglücklichen Kommune. Also sozusagen, ich formuliere es für mich ja immer so, Gemeinwohlstaaten. Wir wollen einen echten, entweder Deutschland in einen echten Gemeinwohlstaat mit Gemeinwohlwirtschaft umwandeln oder wir machen Gemeinwohlkommunen, die, wenn sie dann Tauschhandel praktizieren, auch wieder vorsichtshalber dann auch Gemeinwohlwirtschaft praktizieren, damit sie nicht in denselben Schlamassel geraten, wie die Marktwirtschaft eben ihn gebracht hat. Dann geht's mit den Bildern weiter. Hier Partei des Gemeinwohls, Weltrat. Ja, so viel. Das muss erstmal genügen. Und mit den anderen Bildern nur ganz kurz für die Zuschauer, ganz kurz die Bildereinführung. Wo ist es? Hier. Da ist es nochmal. Hier ist das Forum, ne? Da ist das Forum, da ist der Beitrag, zum Beispiel kommt Impfpflicht von Öff, Kommentar und so weiter. Das zeige ich gerade den Zuschauern. Dann hier nochmal das Forum, freie Argumentekultur mit den aktiven Themen, also hier Schnellzugriff, aktive Themen, ja, das empfehle ich immer. Und dann haben wir hier Weltratforum, da ist im Moment nicht so viel los, weil ja das Freie Argumentekulturforum da aktiver ist. Dann hier die Seite vom Weltrat für die Zuschauer, die Partei des Gemeinwohls. Da steht ein neuer Satz, Gemeinwohlwirtschaftspartei, die erste der Erde, Deutschland als erster echter Gemeinwohlstaat, Fragezeichen. Und jetzt, so, dann hier glücklichste WG, Gemeinwohlstaat, eine alte Seite aus dem Kontext von befreundeten Sachen rund um Weltrat, Weltrat der Weisen, Rat der Weisen. Das war's. Jetzt erstmal an erster Bilderschau.
Und jetzt gehe ich wieder zurück zu dem Forum hier von Freie Argumentekultur mit dem Beitrag kommt Impfpflicht und so weiter. So, dann jetzt lege ich mal inhaltlich los. Liebe Zuschauer, jetzt sind Sie auf dem neuesten Stand mit den Bildern. Und ja, mein inhaltlicher Beitrag bezieht sich darauf. Könnte es nicht sein, dass wir uns irren? Dass wir uns im Tagesablauf Zeit vielleicht vergeuden mit Dingen, die eventuell nicht gehen könnten. Deswegen, ich lege ja so viel Wert auf den Tagesablauf. Und ist es nicht so, dass die Marktwirtschaft faktisch eine Diktatur ist, die auch mit dem gesunden Volkszorne arbeitet? Und dass die Diktaturen eigentlich jede Diskussion ablehnen. Das geht gar nicht mehr ums Diskutieren. Die diskutieren nicht mit uns. Die wollen von uns auch gar nichts wissen. Die wollen weder vom Weltrat noch irgendwelche Argumente hören. Öffeff hat ja wunderbare Argumente formuliert. Ich habe zwei Sendungen gemacht mit ganz vielen Argumenten, wie man umgehen könnte mit dieser Situation, bis hin zu den Reservaten, die Öffeff erwähnt, was ja dann Kommuneprojekte wären, ja, wo man neue Gesellschaft ausprobieren könnte mit all den marktwirtschaftskritischen und Pharmakonzern und Impfkonzern kritischen Menschen könnte man ja perfekte Kommunen aufbauen, aber man redet ja gar nicht mit uns, weil Diktaturen mit uns nicht reden. Dann habe ich jetzt erleben müssen, dass, oder habe ich jetzt endlich begriffen, was mit der Basis los ist. Die hat 30.000 Mitglieder, weil das alles die Anhänger von Rudolf Steiner sind. Und das hat auch nichts mit Demokratie zu tun, sondern das ist auch diktatorisch. Und ich habe auch den Eindruck, das Königreich Deutschland ist auch diktatorisch. Und das redet nicht mit uns, weil es gar kein Interesse hat. Das hat ganz andere Ziele. Da geht es gar nicht um Demokratie, sondern da geht es um Diktatur und nicht bewusst Diktaturvorgänge. Und die Gemeinwohllobby ist jetzt auch unterwandert. Lieber Öff, unsere deine tollen Verfassungsvorschläge und unsere tollen Verfassungsvorschläge wurden einfach von den Steiner-Leuten rauszensiert. Die wollen gar keine Demokratie. Die wollen auch nicht, dass repräsentative Wählerstichproben ab darüber abstimmen, wie die Verfassung aussehen soll, sondern die wollen, dass die Rudolf Steiner-Leute darüber entscheiden, welche Verfassung Deutschland kriegt. Und das ist Diktatur. Das ist diktatorische Mentalität. Das bringt uns alles nichts, sondern ich gehe sogar mittlerweile noch weiter. Ich sage, die Partei des Gemeinwohls bringt vielleicht auch nichts, weil wir in der Diktatur vielleicht gar keine gute Partei hochkriegen können, weil in der Diktatur wird ja mit Gehirnwäsche gearbeitet und dann, wie soll dann eine neue gute Partei hochkommen, wenn die bei keinem Thema die Diktatoren mit uns reden, ne? Also würde ich sagen, wir setzen alles auf die Kommune, ja, und setzen alles auf Kommunenaufbau. Und dazu machen wir aber den Fehler, das ist jetzt mein Irrtumsansprache, dass wir nicht klar genug sagen, hoppla, wir müssen zu den Leuten hingehen, müssen sie fragen. Das werde ich ja dann mit Gela ausprobieren, wenn sie am Dienstagabend kommt. Am Mittwoch können wir das ja dann ausprobieren. Haben Sie sich schon mal gewünscht, dass Sie vielleicht ein besseres Leben haben sollten als das, was dieses Land jetzt bietet? Oder haben Sie schon mal von der berühmten Gemeinwohlökonomie gehört? Haben Sie schon mal von der weltberühmten Anekdote vom alten China gehört? So und so weiter. Und ja, oder haben Sie schon mal gedacht, dass die Marktwirtschaft unglücklich macht, ne? Oder so? Ja, so könnte man versuchen, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen und die dann für die Kommunenprojekte zu gewinnen, ne? Und ja, also. Ich fasse zusammen. Mit Diktatoren zu versuchen zu diskutieren, ist vielleicht Zeitvergeudung. Ja? Wünsche mir darauf auch eine konkrete Antwort, ob ich mich da irre. Weil die Argumente vom Öff sind super, die Argumente von uns sind super zu dem ganzen Thema mit dem Umgehen und so weiter, mit diesem ganzen Impfstreit und so weiter.
Aber man diskutiert ja gar nicht mit uns, weil alle um uns rum lauter Diktatoren sind. Ich gebe es übrigens auch auf, mit all diesen Gruppierungen noch zu reden, weil das ist alles diktatorisch. Das ist alles marktwirtschaftlich diktatorisch, ne? Und ja, das war mein erster Grundbeitrag für jetzt. Dann gebe ich jetzt weiter an den Öff-Öff, aber der muss noch einen Moment warten. Ich rufe, wenn er starten soll, weil ich muss ihn erst wieder technisch einrichten. Dahinter am besten auch noch gleich Gela, dann brauchst du nicht immer hin und her Hallo, schalten. Öff-Öff? Hörst du mich? Ja. Jetzt kannst du loslegen. Alles klar, Dankeschön. Also danke an das, was du gesagt hast, Dylan. Ich stimme dem insofern zu, dass ich glaube, einerseits ist die Machtentwicklung in der Gesellschaft so, dass von oben her geschickt psychologisch, psychotaktisch agiert wird, jedenfalls geschickt genug, um den großen Strom der Herde im Mitlaufen zu halten, geängstigt und mit der Wiedererlangung eines gewissen kleinen Alltagslebens geködert, rennt die große Masse mit. Und ein großes Problem, was ich die ganzen letzten Jahre oder die Jahre meines Aussteigerlebens festgestellt habe, es liegt auch gar nicht nur an der Fremdbestimmung. Es liegt an einer inneren Konstellation in uns, im einzelnen Menschen, dass man nicht in erster Linie danach geht, was aufs Ganze gesehen richtig ist oder richtig gedacht ist, sondern was bestimmte kleine Splitterinteressen bedient. Die Leute wollen sich einen Tellerrand einrichten und wenn es dann darum geht, dass da eine Krise sich zuspitzt, man muss es ganz knallhart so sagen, dann ist bei den meisten es so, dass die eher in der Klapse landen oder sich umbringen, als dass sie sich hinsetzen und ihre ganze Geistesweite zulassen und schauen, was wäre da jetzt die richtige Konsequenz. Ich glaube, die Machthaber haben sich darauf jetzt lebensklug eingestellt, und zwar in der Art und Weise, dass sie wirklich jetzt dieses Nudging noch betreiben, ne? Nach dem Motto, der Mensch ist ein Wesen, was mit kurzfristigen Belohnungseffekten gesteuert werden kann, sich selbst, wenn man ihn allein lässt, auch nach solchen kurzsichtigen Belohnungseffekten steuert. Und so gehen wir halt mit ihnen um und kommen damit zurecht und richten damit unsere Eliteherrschaft ein, wie wir ja alle wissen, ne, dass sie das vorhatten schon und dass sie das jetzt mit der digitalen Technik auch mehr machen können als je zuvor, ne? Also Planwirtschaft à la China ist mächtig. Und ja, also ich glaube, diesen Machtmechanismus im Großen werden wir wahrscheinlich nicht aufhalten können. Also das Schöne ist, bei dem, was ich gleich sage, was wir tun, ist es so, dass es für jede gute Entwicklung auch das Beste wäre. Ne? Also auch wenn die ganze Gesellschaft jetzt morgen doch noch umgekippt werden könnte, die Machtzentralen umgeschaltet werden könnten, dann ist unser Verhalten nicht verkehrt, sondern auch das Beste, was da Kräfte freisetzen kann. Aber wenn wir das nicht schaffen, dann ist es eben auch das Effizienteste, was wir überhaupt tun können in der Situation. Also ich glaube, die Machtzentralen werden wir nicht aufhalten in ihrer Entwicklung. Noch schlimmer, die Menschen an der Basis werden sich nach meiner Einschätzung in ihrer Grundmotivation, ihrer Motivationsstruktur auch nicht verändern. Das ist zwar jetzt extrem traurig, das sagen zu müssen, aber ganz krass ausgedrückt, wie sehr muss man die peitschen, bis sie aus der Anpassungsherde auszuscheren bereit sind? Also wahrscheinlich eher totpeitschen. Wie gesagt, wenn sie sich selber schon eher in die Klapsen bringen als oder in den Selbstmord als in das wirklich zu Ende gedachte, freie, verantwortliche und schöne Leben, was die Kommunen wären. Natürlich, also wenn man mit ihnen drüber reden kann, gibt es ja auch keine Gegenargumente. Deshalb kann man nicht drüber reden, deshalb wird das gemieden und deshalb klammern sie sich an ihre kleinen Tellerrand-Lebenskonzepte und gehen damit zur Not auch zugrunde. Also es hat mich schon sehr ernüchtert damals als Student, als ich in die Altenheime ging. Wir wurden geschickt zu den Leuten, die da am meisten auch alleine waren oder wo sich nichts tat sonst. Aber man hat insgesamt festgestellt, die Leute sind so eingefahren in Schienen, die nicht also wirklich jetzt vernünftig begründbar sind, schon gar nicht aufs Ganze gesehen.
aber an denen sie sich klammern, weil es ihre Existenz ist, wie der Heroinabhängige sich ans Heroin klammert. In einem Satz nur, was ist die Lösung? Ich glaube, wir können trotzdem alle Schienen weiter bedienen. Also wir können versuchen, mit den Mächtigen ins Gespräch zu kommen. Wir können versuchen, mit den kleinen Leuten ins Gespräch zu kommen. Aber ich glaube, wir können auch versuchen, ob wir da geneigte Politiker finden können oder selber sogar parteipolitisch arbeiten können. Können wir alle versuchen, was geht. Und ich bin da ständig auch weiter offen und auch weiter mit dran. Aber ich glaube, der Schlüssel zu allem wird sein, lebt die Veränderung vor, die ihr in der Welt sehen wollt. Und dass wir damit zumindest so überzeugend sind, dass die Kleinen und die Großen uns erachten, dass unsere Reservate am Leben gelassen werden. Ich glaube, das ist die realistische Einschätzung. Und sie wäre das Beste, sowohl auch um das Ganze noch beim Kippen zu unterstützen, wie auch wenn es nicht kippt, um langfristig eine Verantwortungssteuerung in diesen geschichtlichen Entwicklungen am Leben zu erhalten. Okay, ich gebe weiter. Bitte Gela gleich hinterher. Bitte Gela gleich hinterher, das ist einfacher. Soll ich? Ja, Gela. Ja, grüß euch alle miteinander. Ich war zufällig gestern auf einem Vortrag, was heißt zufällig, ich war auf einem Vortrag gestern von der Manu Lindner Link und Gernot von Hagen. Da gab es für mich wirklich ein paar sehr spezielle Momente. Also zum Beispiel wurde geredet von, also diese Politik, wie sie jetzt gerade Formen annimmt oder überhaupt schon die letzten Jahre. Ich sag ja die ganze Zeit schon, auf jede Demo, wo man geht, hinterher ist alles immer noch schlimmer als vor der Demo, sei es jetzt mit Kohle oder wir haben Assad oder Rammstein. Ganz egal, wo man hingeht, es verändert sich einfach nicht. Und die Situation jetzt mit der Corona-Politik und wie jetzt die Politik sich weiter gestaltet, zum Beispiel, dass eben in den Naturschutzgebieten, die sind ja jetzt freigegeben worden für die großen Windräder, wo ich ja wirklich finde, dass die Windräder eine Umweltverschmutzung sind, schon die Herstellung von Beton und wie viel Material da verarbeitet wird, weil es einfach andere Lösungen gibt als diese großen Dinger. Und also die Politik macht wirklich seltsame Sachen. Und im Grunde könnte man das so sehen, dass sie das mit Fleiß machen. Sie machen das sich mit Fleiß so seltsam an, dass die Leute aufwachen. Dass die ganze Situation, wie sie sich uns gestaltet, einfach da ist. Gela, du wirst gerade immer leiser und immer leiser. Versuch, nah am Mikro zu sein. Dafür da ist, dass wir in den Aufwachprozess kommen. Die ganzen, also weltweit die Menschen und natürlich die Deutschen jetzt speziell. Die Leute, die jetzt schon auf der Straße sind, das sind die sogenannten Frühwarner. Der Gedanke hat mir sehr gut gefallen, sozusagen bei den Hasen ist ja zum Beispiel so, die Alten, die laufen zuerst los, weil die brauchen am längsten den Bau. Und die anderen lenken dann den Jäger ab. Damit die Alten und Kranken sich in Sicherheit bringen können. Also, wir sind Frühwarner. Wir haben zuerst gemerkt, da stimmt was nicht und jetzt gehen wir auf die Straße und ja, und so sollten einfach nach und nach die Menschen bitteschön aufwachen. Dieser Aufwachprozess, das soll uns eben zu unserer germanischen Kultur zurückführen. Wir Deutschen, also wurde in dem Vortrag gesagt, wir Deutschen, wir haben einen Kulturauftrag. Wir müssen wieder zur natürlichen Ordnung kommen. Jetzt natürlich auch Rudolf Steiner erwähnen, der hat schon gute Ansätze an sich von der natürlichen Ordnung, ganz allgemein gesagt,
versteht sich ja, was ich meine. So, die Ordnung mit den 7 Jahren oder mit den Tageszeiten oder mit den Tagen, was ist man wann. Und also eine natürliche Ordnung. Und das ist unser germanischer Kulturauftrag. Das wurde von der Germania erzählt, also der Vortrag, der ging überhaupt 5 bis 6 Stunden. Ich kann da jetzt nicht wirklich das alles nur anritzen. Es wurde zum Beispiel darüber geredet, dass es ein Wachstum, das Wachstum wurde eben auf Geld- und Marktwirtschaft gerichtet oder ausgerichtet. Und dabei wäre unser Kulturauftrag, dass im Bewusstsein, im Geiste, Wachstum im Geiste. Genau, nachher könnte ich ja noch mehr auf den Kulturauftrag eingehen. Vielleicht noch genau, Marktwirtschaft, der eurasische Markt wäre zum Beispiel eine natürliche Ordnung, das wäre unser Planet hier, dann müsste nicht alles von irgendwoher hergekarrt werden mit Schiffen. Also spricht der Armee, möchte seine Sachen verkaufen, aber eigentlich könnten wir das alles auch von Russland oder von den Ostblockländern beziehen. Und das wäre eine normale, eine natürliche Ordnung. Dann gebe ich weiter. Na, bin ich jetzt dran? Ja, loslegen. Ah, loslegen, alles klar. Ja, gut, ziemlich viel gewesen. Fange ich jetzt halt einfach erstmal an. Bezüglich der Tagesordnung und ob man sich da nicht verrennt. Es kommt auf den Enthusiasmus darauf an, so sag ich einfach mal. Wenn du das Gefühl hast mit der Sache, da ist was Tolles, das ist was Gutes, ich stehe dahinter, dann macht man es einfach. Da geht's auch in erster Linie, ich denke, authentisch kommt man da am besten rüber, wenn man es ja entweder vorlebt oder einfach die Hürde zum Übertritt relativ einfach gestaltet, und das sollte halt auch vorher argumentativ entsprechend überlegt werden. Aber es ist richtig, mit Diktatoren, also die Marktwirtschaft hat immer praktisch die Tendenz zu Oligopolen, und diese wiederum haben die Tendenz zu Monopolen. Und das sieht man ja auch in sehr vielen Bereichen der Wirtschaft. Und natürlich haben die eine Marktmacht. Und hier geht es wieder hier um Machtausübung. Die Frage ist, wer die Macht hat, der möchte sie nicht freiwillig abgeben. Er muss gezwungen werden. So. Und genau das ist es jetzt halt auch bei uns. Also im Großen und Ganzen müssten eigentlich die Leute gezwungen werden, wieder Macht abzugeben. Ob das jetzt halt in unserer Demokratie ist, hier haben die Parteien meines Erachtens viel zu sehr Macht bekommen über zu viele Institutionen. Es ist durchsetzt mit Parteienklüngel, und das ist in der gesamten Republik so, sodass man eigentlich sagen kann, wer das beste Netzwerk hat, der hat dann auch dem größten Rückhalt der Verwaltung und so weiter und so fort. Also auch hier spielen Machtstrukturen eine Rolle, und nochmals, ich komme darauf zurück, wer die Macht hat, möchte sie nicht abgeben, außer er wird gezwungen. Und dieses Zwingen, das müssen die Leute erstmal selber kapieren, dass die nur Mittel zum Zweck sind. Die Leute selber müssen es erstmal begreifen, dass sie diejenigen sind, mit denen hier rumgespielt wird. Sie sind nicht einmal so viel wert wie ein Bauer im Schachspiel. Und durch dieses Spielen, durch dieses Manövrieren von Masse, durch die Meinungsmanipulation, durch
entsprechendes Aufkaufen von Medienanstalten, sodass das in der Hand von wenigen Reichen ist. Und diese wiederum möchten ihre Macht behalten, ihre Machtstellung, also werden sie alles entsprechende tun, um alles neu, was denen an die Macht fahren könnte, zu bekämpfen. Und das sieht man eigentlich überall. Mein Gott, wurden die Grünen verteufelt in Anfang der Jahren? Wie ist jetzt die AfD verteufelt worden? Wie auch die Linke und die PDS, also als die PDS zur Linke wurde oder wie auch immer, auch verteufelt. Die Basis verteufelt. Und wir, wenn wir nur eine kritische Größe erreichen sollten als Partei, werden dann auch verteufelt. Das ist vollkommen normal. Da brauchen wir auch nicht mit den besten Argumenten dieser Welt daherkommen. Wir werden verteufelt. Ende. Und vor diesem Hintergrundwissen ist ja dieses Pragmatische, was Öff gesagt hat. Ja, ich bin gleich fertig. Lass mir diese Sekunde noch. Was Öff gesagt hat, eigentlich ja das Richtige. Was macht man denn verkehrt, wenn man versucht, sein Lebensmodell vorzuleben? Ja, war es das schon? Du darfst natürlich immer noch einen Schlusssatz machen, machen wir ja alle. Ne? Ich darf noch einen Schlusssatz machen. Na, ich hätte da noch einiges zu sagen zu dem, was die Ela gesagt hat. Aber das würde jetzt... Das würde vielleicht dann doch zu lang werden. Aber du kannst ruhig immer noch... Den Gedanken kann man immer in Ruhe noch zu Ende bringen. Ne? Also, ja, ich habe es im Grunde eigentlich ja gesagt. Also wie gesagt, das ist ja so wie FF sagte eigentlich, ja, wir machen ja im Grunde nichts verkehrt. Entweder wir pinkeln den Großen ans Bein, dann werden wir verteufelt. Naja, aber... Wir machen es richtig nach unserer Meinung nach. Und wenn es alles gut laufen sollte, dann macht man auch nichts verkehrt. Vielleicht lebt man dann noch irgendetwas vor, was für die Leute einfach interessant ist. Ja. Also ich sehe das jetzt so, gegen Diktaturen kämpfen, gegen jegliche Anwandlung von Faschismus und in seinen absolut widerwärtigen Unterarten, anzukämpfen ist eigentlich nie Zeitverschwendung. Ja, ich werde jetzt viele Einzelpunkte kurz abhaken, aber über allem steht, dass ich jetzt das Kommunenbild aufgerufen habe, die Annonce mit der Supervision und der Gemeinwohlkommune und der Bonobo-Schenker-Gemeinwohlkommune und so weiter. Ich habe fast mittlerweile den Eindruck, dass das Einzige, was bringen kann, ist, die Leute auf der Straße so anzusprechen, wie die Hare Krishna-Leute, die Leute auf der Straße ansprechen und für ihre Kommune gewinnen. Genauso müssen wir die auch ansprechen. Denn das andere, es kann sein, dass der Thomas gerade genau richtig gesagt hat, wenn unsere Partei erfolgreich würde, würde sie auch diffamiert werden. Also vielleicht müssen wir wirklich den Weg über die Kommunen gehen. Ja, und das sollten wir probieren, ganz, das werden wir ja dann auch ab Dienstagabend dann oder Mittwoch dann auch versuchen. Also, und ich fürchte, es ist ein Irrtum, sich mit Diktatoren unterhalten zu wollen. Diktatoren sprechen nicht mit uns, die hören uns nicht zu. Und Thomas, es ist so, aus meiner Sicht sind die Menschen nicht so schlecht, dass wir sie nicht überzeugen könnten davon, dass die Marktwirtschaft auch den Mächtigen schadet. Dass die Marktwirtschaft, die schadet auch den Mächtigen, aber sie sprechen gar nichts mit uns. Das war ja das Entsetzen, dass die auch die Professoren vom Weltrat nicht eingeladen wurden, um der Gesellschaft zu erklären, warum die Marktwirtschaft allen schadet, den Reichen, den Mächtigen, den Armen, allen. Entschuldigung, schadet. Ich muss jetzt hier wirklich kurz einbrechen. Da hast du meinst, das hätte ich nicht verstanden. Ich sprach von Machtmechanismus, der in der kompletten Marktwirtschaft ja auf jeden Fall das Primat ist. Um meine Macht zu erhalten, muss ich entsprechende Konkurrenten von vornherein wegbeißen. Das ist in sich normal. Ja, ich würde es auch so sagen, dass das einfach im Moment automatische Mechanismen sind, wodurch
durch diese automatischen Mechanismen kommt es quasi gar nicht dazu, dass man bei den Leuten an die Türe klopfen kann und sagen kann, ich möchte Ihnen erklären, warum die Marktwirtschaft Ihnen schadet, lieber Jeff Bezos oder so, obwohl Sie der reichste Mann der Welt sind, der zerstört die Marktwirtschaft auch Ihr Leben. Aber dazu kommt es gar nicht, weil das System an sich jetzt so, schon so verwoben ist, dass es grundsätzlich ja mit Kritikern gar nicht mehr spricht. Ne? Auch in den Medien werden ja nur Leute ausgewählt, die nicht zu kritisch über die Marktwirtschaft sprechen. Ne? Und deswegen, also, aber ich lese jetzt mal die Punkte vor, die ich unbedingt machen wollte. Also, Öffi, ich sehe es im Moment so, dass ich überall im Internet, ich habe ja alles geprüft in den letzten 3 Jahren, überall sehe ich Diktatorisches in der Marktwirtschaft, in den Alternativprojekten, in allen NGOs. Ich sehe überall Diktatorisches, außer bei Öffi und bei Weltrat. Das sind diese Instanzen, Weltrat, Next Scientists for Future und Öffi mit Schenker-Bewegung. Das muss die demokratische Achse sein. Das ist das Einzige, was ich gefunden habe, was nicht diktatorisch ist. Ja? Und dann nochmal zu Gela auch. Wir sollten das, was wir zuletzt mit Luis auch besprochen haben, so zusammenfassen, dass wir sagen, in den Kommunen gibt es absolute Religionsfreiheit, allerdings ohne die Erlaubnis zu missionieren, ne, für die Religionen. Und ja, zu Gela muss ich sagen, also ich bin halt der Meinung, dass Rudolf Steiner uns nicht hilft, das Problem zu lösen. Wir müssen es ganz konkret mit den Menschen sprechen und die für Kommunen gewinnen. Und da hilft uns Rudolf Steiner überhaupt nicht. Ne, da schreckt er die Leute eher nur ab. Und dann nochmal Öffi. Auch du solltest das noch stärker machen. Ich bin mir jetzt erst klar geworden, wie wichtig das ist, was ich immer für selbstverständlich hielt, nämlich, dass das Weiseste, das Höchste, das Erleuchtetste in der Welt einfach dieses ist, wo irre ich mich, wo irrst du dich, bitte sei du mein Schüler, bitte sei du mein Lehrer und ich bin dein Schüler. Und jetzt ist mir nochmal klar geworden, Osho hat das nicht gemacht, der konnte das nicht. Der konnte nicht die anderen Leute fragen, bitte sei du mein Lehrer, ich bin dein Schüler. Der hatte nicht diese Offenheit zu diesem, wo irre ich mich, wo irrst du dich. Aber genau da, nur Erleuchtung, das Höchste, das Weiseste, das Klügste, ist nur beginnt erst mit diesem Satz, wo irre ich mich. Und der Einzige, den ich als tolerant an diesem Punkt gefunden habe, ist der Öffi. Ja, dass er wirklich voll tolerant ist, auch der Thomas natürlich jetzt auch, ist ja auch schon sehr weit an diesem Punkt, aber ich habe in der ganzen Welt gesucht und außer Öffi und Schenker-Bewegung, wo wir uns ja gerade befinden, habe ich praktisch niemanden gefunden, der wirklich offen dafür ist, dass man ihm auch sagen kann, dass er sich irrt. Zum Beispiel der Peter vom Königreich ist das nicht. Ja, der interessiert sich überhaupt nicht, wenn jemand wie der Luis ihm sagen möchte, wo er sich vielleicht irrt. Ne? Und dann habe ich noch, also ich schließe ab meinen Beitrag, weil es ja schon wieder Zeit um ist. Diesen jetzigen Beitrag schließe ich ab. Bitte alle darüber nachzudenken, ob es nicht ein Irrtum ist, sich überall mit diktatorischen Sachen anlegen zu wollen oder das Gespräch mit denen zu suchen. Vielleicht ist das Zeitvergeudung, weil wir einfach nicht durchdringen. Die hören uns keine Minute zu. Ja, und dadurch können wir sie auch nicht überzeugen, dass die Marktwirtschaft auch ihr Leben zerstört. Sondern reden wir doch mit den Leuten auf der Straße. Ich sehe das ja bei den ganzen NGOs, wenn die Leute abbetteln, die sagen einfach, Entschuldigung, ich hätte eine Frage oder so. Und schon kommt man ins Gespräch mit den Leuten. Und die Leute bleiben reihenweise stehen und lassen sich dann auch abzocken. Ich halte ja nichts davon. Aber also wir müssen mit den Leuten auf der Straße ins Gespräch kommen. Und das werde ich mit Gela ab Mittwoch versuchen, in Gang zu bringen. Ich habe ja nicht viel Zeit dafür, weil ich auch noch eben so viel Arbeit sonst habe. Aber ja, ich gebe weiter an Öffi. Also noch einmal meine Frage an dich, Öffi.
Könnte es nicht sein, dass wir uns ganz stark darauf konzentrieren müssen, Menschen anzusprechen, einzeln auf der Straße, in den Städten oder in den Dörfern anzusprechen und zu gewinnen für Kommune-Projekte, um die 10 Projekte zu füllen? Und ja, und wie gesagt, ich habe mich jetzt auch darauf eingestellt, meine Wohnung so ganz nach und nach vielleicht in einen Raum für Mitlebende umzugestalten. Also ich habe ja bis jetzt hier in dieser Wohnung immer ganz allein gelebt, aber ich denke jetzt darüber nach, Stück für Stück vielleicht daraus eine kleine, winzige Kommunenwohnung zu machen, nämlich die Kommune, die Gemeinwohl und Schenker Bonobo Kommune Köln Süd. Ne? Ich gebe weiter an Öff, aber nochmal die Frage an dich, Öff. Ich sag dir dann auch, wenn du loslegen kannst, weil noch hört man dich nicht. Nochmal, könnte es nicht ein Irrtum sein, immer mit denen sprechen zu wollen, die diktatorisch drauf sind? Dass wir das vielleicht gar nicht hinkriegen. Vielleicht ist auch dieser Montagstalk von diktatorischen Gemütern beseelt und das, wir kommen nicht weiter. Also, ich drehe dich laut. Und uns weg. Jetzt! Ja! Fein! Also dann danke ich den Vorrednern. Und Dylan, ich beglückwünsche dich zur ersten freien Argumente-Kommune in Köln. Ich glaube, das, was du da machst, ist jetzt genau der richtige Weg. Weil wir sind nur dann so überzeugend wie möglich, wenn wir es selbst leben. Die Prediger, die von Zielen reden, die sie selbst noch nicht da, wo es möglich ist, in die Tat umsetzen, reizen ihre Überzeugungskraft, ihre Ausstrahlungsfähigkeit nicht so aus, wie es sein kann und wie es nötig ist. Und also wenn ich dann mir das so anschaue, also im Unterschied zu dir bin ich ja quasi immer auf allen möglichen Hochzeiten getanzt. Und wenn ich es mir anschaue, dann stelle ich fest, tatsächlich ist das im Moment dieses aufreibende Geschäft, da andere Menschen zu finden, also für ehrliche, echte, freie Argumentekultur und die Lösungen dabei rauskommen. Das ist dieses aufreibende Geschäft. Und schauen wir uns doch an, also die Leute, die jetzt sonst auch beim Samstag mit dabei sind. Der Louis ist aus meinem Mitreingehen in die Szene Extinction Rebellion, also diese Vorreiter-Öko-Bewegung mit gewaltfreien Aktionen, Gandhi-Touch und allem, habe ich da eine Person rausgepickt. Und der ist jetzt da in Berlin und sagt, er versucht da die Orga für dieses Zeltcamp aufrechtzuerhalten und hat ja auch eine Wohnung in Berlin ebenfalls, die jetzt sich öffnen soll eigentlich dann auch. Also wenn man nicht draußen sitzt, ne, und braucht irgendwie einen Zufluchtsort, vor allem im Winter, wo das möglich sein soll, dass auch diese Wohnung eine Notanlaufstelle ist. Jedenfalls ein Punkt, an dem man erstmal rein kann, so ein Keimling auch. Ne? Natürlich ist das nicht das Ende. Natürlich hofft man, dass dann mehr Leute kommen und man mehr erschließt. Aber erfahrungsgemäß wird man in irgendeiner Stadt leichter die zweite Wohnung finden, wenn eine erste da ist, als wenn die Leute nur auf der Straße stehen und sagen, wo haben wir jetzt die erste Anlaufstelle? Also das ist schon eine große Schwelle, ob man sagen kann, da gibt es an einem Ort eine Anlaufstelle. Und ich beruhige gleich dazu, habe ich dem Louis auch gesagt, man muss ja da jetzt nicht die Sorge haben, überrannt zu werden, schon gar von Chaoten, wie das bei anderen Projekten, wenn man jetzt sagen würde, man macht ein Haus der Gastfreundschaft, wie wir das ja auch aus Radikalismus an manchen Stellen gemacht haben, weil wir gesagt haben, nee, wir können uns nicht an den netten, angenehmen Kreis der Gleichgesinnten halten, wir müssen uns gleich den abgerutschtesten und schwierigsten Menschen voll zuwenden. Also da haben wir ja einige Radikalo-Aktionen gebracht im Laufe der letzten 30 Jahre. Aber wenn man sagt, man schafft eine Anlaufstelle für solide Orga-Leute, dann hat es eine andere Qualität. Und man muss weiterhin fürchten, dass wir eher zu wenig finden als zu viele. Also die Gefahr, überrannt zu werden, ist ja nicht gegeben eigentlich, kann man sagen. Ja, und wenn wir jetzt gucken, dann gehe ich nach Berlin, als da die Zelte waren, die Protestaktionen der Querdenker und so. Und jetzt mal genau betrachtet, mit wem konnte ich am Ende überhaupt das Zeltcamp dann erstmal da über die Schwelle bringen des letzten Winters und in dieses Jahr hinein. Das war Gela, die wir heute dabei haben. Das heißt, man muss sich wirklich diese Mühe machen, in alle Richtungen, aber ich sage auch Richtung Politik und so, ne? Wer weiß, vielleicht ist da irgendwann jemand, also ich denke zum Beispiel jetzt an den Minister Maas, ne? Der hat ja wohl echt aus Idealismus seine Politikerkarriere angefangen und der hat noch im Sommer gesagt,
Leute, nee. Also wenn jetzt jeder ein Impfangebot hier hat, dann müssen die Maßnahmen fallen. Das heißt, dem war das völlig klar. Ich denke, dem ist vieles klar. Oder dieser ehemalige Staatssekretär, Julian Nieder-Rümelin, der auch das sehr deutlich gezeigt hat, dass er die Dinge durchschaut. Also ich halte es nicht für völlig ausgeschlossen oder nicht der Bemühung unwert, dass man auch dahin geht und abtastet, was ist möglich. Ne? Aber so müssen wir uns ganz zäh vorwärts entwickeln. Und wir haben dann aber ein Netz, ne? Es gibt ja ein kleines Netz immerhin. Ne? Ja, also das ist mein heißer Tipp, alles machen. Und letztes noch, dabei so offen und tolerant wie möglich bleiben. Aus meiner Sicht kann jeder um mich herum Religionen haben. Er kann auch missionieren im Sinne jetzt, dass er unaufdringlich versucht, durch Erklären und durch Vorleben Menschen davon zu überzeugen. Das kann jeder von seiner Überzeugung machen. Aber nicht jetzt im Sinne von Leute bedrängen oder gar, wie es ja in der Geschichte war, mit irgendwelchen Manipulations- und Zwangsmechanismen in die eigene Ideologie reinziehen. Aber das passt ja auch nicht zur freien Argumentekultur. Insofern wird uns die freie Argumentekultur immer das sichere Geländer darstellen, an dem wir uns da bewegen können. Ich freue mich und umarme euch an der Stelle mal alle durchs Internet. Ne? Lasst uns mit den kleinen Schritten, die aber unsere Schritte sind, eins nach dem anderen was aufbauen. Ja. Ja, Gela, vielleicht kannst du auch das, du bist ja jetzt gleich dran, Gela, vielleicht kannst du auch eben vielleicht das, was du in dem Vortrag gesehen hast, vielleicht als Gegenargumente zu dem formulieren, was ich zum Beispiel vorhin gesagt habe, damit es greifbarer wird. Weil es interessiert mich ja nur, wenn der Rudolf Steiner mir widersprechen würde und sagen würde, wir müssen es anders sehen, aus dem und dem Grund. Also leg los, Gela. Ich habe noch eine kleine Nachbemerkung, wenn ich darf, Gela, eben kurz. Ja. Es ist so, du siehst ja auch, wie arm das Bild ist, ne? Jetzt Berlin. Wir haben da mehrere jüngere Leute als uns, ne? Ob jetzt Louis, Thomas und so weiter. Die haben mehrere Orte, ob bei Olli oder in Pankow, wo sie ihr Zelt hinstellen könnten, daneben den beheizten Raum. Und trotzdem kriegen sie es nicht mal gebacken, jetzt da ab und zu ins Zelt sich zu setzen. Also ich meine, gut, wir können jetzt immer noch sagen, ist Winter und wir sind ja sowieso am heißen Thema dran und arbeiten weiter mit den Dingen. Ich jetzt auch mit dem Staatsanwalt und was weiß ich. Und insofern ist das vielleicht ein kleiner Winterurlaub, denn wenn da weniger im Zelt sind. Aber wir sehen, es ist ganz, ganz zäh. Ne? Also wenn jemand von uns oder wenn du da nicht gebunden bist an anderer Stelle und kannst als Motivationshilfe oder sonst wie da Abstecher hinmachen nach Berlin. Ne? Also wir haben uns wirklich zu sorgen, weil die jungen Leute sogar mit Ofen schwer hinkriegen, sich da recht häufig genug ins Zelt zu setzen. Alles klar. Ja, ja. Gut. Okay, klar. Kann ich ins Zeltcamp gehen? Ich weiß nicht, ob das gerade die Priorität für mich ist oder überhaupt. Jeder hat seine Art und Weise an seinen politischen Prozess oder auch Protest ranzugehen. Ja, ich möchte anders anfangen. Jetzt hast du mich ganz rausgebracht, Öffi. Ha. Also, Dylan, es war eigentlich nicht, ich habe nicht über Rudolf Steiner geredet, sondern eigentlich über den deutschen Kulturauftrag, den wir haben, die natürliche Ordnung herzustellen. Ich habe über die natürliche Ordnung geredet und nicht über Rudolf Steiner und die Anthroposophie. Ich habe nur, es gibt ganz viele Anthroposophen oder ganz viele, die sich in der Anthroposophie auskennen und die wissen dann, wovon ich rede. Aber andere Menschen interessieren sich vielleicht für die natürliche Ordnung. Und Thomas, es kommt auf jeden Einzelnen an. Jeder Einzelne zählt. Und zwar bei diesem Kulturauftrag. Die germanische Kultur ist, wenn jeder Einzelne in einer natürlichen Ordnung sich einfügt, sich einreiht, also wenn das Wachstum, wenn wir sehen, Wachstum sollte jetzt nicht mehr
ins Geldsystem, in die Marktwirtschaft, sondern ins Bewusstsein gehen, in den Geist, dass wir geistig wachsen und uns freischalten und Anschluss finden in diesen Lichtstrom, in diesem geistigen Strom. Und genau, wir schaffen uns einzureihen in diese natürliche Ordnung. Und da muss jeder Einzelne hin. Und das war eben gemeint mit diesem Aufwachprozess. Jeder Einzelne muss aufwachen. Dann Dylan, in diesem Vortrag wurde zum Beispiel davon geredet, dass das Geldsystem ausläuft. Es wird jetzt immer extremer, absurder. Geld wird ganz abgeschafft und ob das überhaupt geht und wie es gehen soll. Und in dem Moment, wo das Geldsystem aufhört, kann, also wir sind ja immer noch in der Besatzung, Deutschland ist immer noch besetzt, und es gibt da Kräfte oder Mächte oder ich weiß nicht, wie man das nennen soll, es gibt Gruppen, die daran arbeiten, dass wir wieder, also was dann danach kommt, wenn wir sozusagen die Befreiung haben von Deutschland, was kommt danach? Also schaffen wir es, sind die Leute genug aufgewacht und kommen wir in diese natürliche Ordnung rein, die dann wieder auf der ganzen Welt für Ordnung schafft. Es ist nicht einfach, das für mich in Worte zu fassen, weil ich selber noch nicht richtig verstehe. Es gibt auf jeden Fall ein, das nennt sich Reichssondervermögen, der Heilige Stuhl in Mainz hätte ein Reichssondervermögen, das dem deutschen Großreich Deutschland gehört. Und das aber, solange wir besetzt sind, nicht angreifbar ist. Und das wäre einfach eine Möglichkeit, wie es dann weitergeht und ob das dann mit Diktatoren zu tun hat oder ob wir überhaupt uns mit der Diktatur oder der Politik weiter auseinandersetzen sollten, ist dann wirklich noch die Frage. Wenn jeder in einer natürlichen Ordnung schwingt. Habt ihr begreifen können, was ich gemeint habe? Ich gebe weiter mal. Gut. Thomas, loslegen. Ja, es ist schön. Ja, wo fange ich jetzt hier am besten an? Also, zu diesen ganzen Rudolf Steiner Geschichten und so weiter sage ich nur immer eins, wo Dogmen sind Leute, die bestimmen wollen, wie die Dogmen auszulegen sind, und zwar zu ihrem Gunsten, zu ihrem Machtverhältnis. Mehr habe ich eigentlich dazu nicht mehr zu sagen. Nun zu Gela bezüglich dieses Vortrags, was du jetzt da versucht hast wiederzugeben. Erstens mal habe ich schon mal ein Problem mit germanischen oder sonst irgendwelchen Kulturauftrag. Den Auftrag, sage ich mal, einen Kulturauftrag oder sich einer natürlichen Ordnung, ich möchte diesen Begriff absichtlich nicht so häufig verwenden, natürliche Ordnung, sondern für mich in ein gesamtheitliches unserem Habitat der Erde entsprechendes Leben führen, versuchen für die Zukunft der Kinder
ein besseres Leben zu ermöglichen oder mindestens ein gleich gutes und dass nicht zu viel auf Kosten anderer Leute geschieht, beziehungsweise auf Kosten unserer Mutter Erde. So, das ist erst einmal für mich das Entscheidende und das ist ein Kreislaufgedanke. Und deswegen tue ich mich mit Ordnung immer schwer, da habe ich sofort im Hinterkopf, ich weiß es nicht warum, immer so eine hierarchische Struktur. Und das, glaube ich, wird unserem Weltbild nicht gerecht. Und wenn, natürlich kommt es auf jeden Einzelnen darauf an, das habe ich vorhin auch gesagt, letztendlich muss jeder Mensch selber da drauf kommen, hey hoppla, hier läuft was verkehrt. Und zwar ganz massiv. Und erst dann, wenn so ein Groschen gefallen ist, erst dann sind da die Leute in aller Regel aufnahmebereit. Vorher sind sie in, naja, ich möchte jetzt mal im verkleisterten Gefängnis der Marktwirtschaft gefangen und tun alles, um in diesem System erfolgreich zu sein, egal wie es links und rechts und hinter einem dann später aussieht. Also von solchen Leuten, da kommen wir eh nicht so schnell ran, auf jeden Fall. Und bestimmt, es ist letztendlich eine Kernerarbeit, andere Leute zu überzeugen, wie man das auch immer macht. Und das bestätigt ja das, was ich vor 2 Wochen mal sagte. Hey, es ist eine harte Kernerarbeit, Leute zu überzeugen, wenn man jahrhundertealte Modelle, erfolgreiche Modelle, aufbrechen möchte. Erfolgreich in der Hinsicht, dass es den wenigen gelungen ist, den Oligarchen, so möchte ich es mal bezeichnen, eine weltbeherrschende Stellung einzunehmen und gerade einfach versuchen, auch ihre Stellung auszubauen, zu verbessern und dadurch mehr Macht zu erhalten. Und da stellt sich die Frage, inwiefern können wir mit kleinen Maßnahmen darauf hinweisen, hey Leute, da läuft was verkehrt. Aber mehr sehe ich da eigentlich jetzt auch nicht. Ja, ansonsten habe ich da jetzt das ziemlich knackig zusammengefasst, weil mehr habe ich dazu eigentlich auch nicht zu sagen. Ich spare mir die Redezeit fürs nächste Mal auf, für die nächste Runde. Ich gebe weiter an Dylan. Na? Dylan. Ich habe weitergegeben. Ja, ich habe vergessen, mein Mikro einzuschalten. Jetzt hörst du mich? Bitte nicken. Ja. Und alle Mikros abschalten. So, ja, wunderbar. Ich hatte nur vergessen, das Mikro wieder einzuschalten. Also, ich bin jetzt hier bei dem Schaubild. Genau, der Thomas hat mir jetzt natürlich aus der Seele gesprochen teilweise, weil er, also ich will es mal so sagen, Gela, für mich wäre es wichtig, wenn du formulierst, was aus diesen Konzepten raus resultiert, wo ich mich irre oder Öff sich irrt, denn eine natürliche Ordnung. Natürlich wollen wir zurück zu unserer inneren Natur und natürlich leben und so weiter. Das ist, genau darum geht es ja. Ja, darum geht es. Aber diese Theorien, ich habe da jetzt so Geldtheorien gehört und Besatzungstheorien, also über Besatzungsstatus. Ich würde jetzt sagen, vielleicht ist es ein Irrtum, sich damit zu beschäftigen, weil ich diese Theorien als völlig nutzlos empfinde, weil wir haben gar keinen Ansprechpartner, mit dem wir über solche Geldtheorien und Besatzungstheorien überhaupt verhandeln würden. Wenn ich jetzt einen Milliardär treffen würde, dann würde ich mit ihm darüber reden wollen, dass ich ihm klar machen würde, dass er in der Marktwirtschaft niemals glücklich werden kann, dass er zwar Milliarden haben kann, aber niemals glücklich werden kann, weil die Marktwirtschaft, und jetzt zeige ich das an dem Schaubild, die Diktatur der Sparten, ja, lieber Jeff Bezos, ich würde sagen, hier Sie als Händlersparte sozusagen, Sie
leben davon, dass das Leben all der Bürger zerstört wird, unglücklich wird, damit sie kaufsüchtig werden und dann werden sie Amazonsüchtig und bestellen bei ihnen. Davon leben sie. Aber die Gesundheitssparten leben zum Beispiel davon, dass sie solche Leute wie Sie, Herr Jeff Bezos, chronisch krank machen, damit die wieder möglichst viel Geld an ihnen verdienen können. Ja? Und das heißt also, die Marktwirtschaft ist ein so wechselseitiges Schädigen. Lieber Jeff Bezos, Sie werden von allen anderen großen Konzernen und allen anderen Milliardären, wird Ihr Leben ruiniert, damit Sie so unglücklich werden wie nur möglich, weil sozusagen, ja, letztendlich Sie sonst... weil sonst nicht genügend konsumiert und gekauft wird. Und was denken Sie dran, Herr Jeff Bezos? Was ist damit, wenn die Waffensparten jetzt mal, Amazon verkauft ja, glaube ich, noch keine Panzer und so weiter, wenn die Waffensparten jetzt mal sozusagen dahin gehen würden und die Waffensparten den nächsten Krieg machen und Sie werden dann von der Bombe getroffen, Herr Jeff Bezos. Dann ist Ihr Leben zerstört, weil eben alle gegen alle einen Krieg führen in der Marktwirtschaft. Ja, und das müssen wir doch beenden. Also, aber jetzt zurück zu Gela und Thomas. Also die Frage ist, diese Theorien von Geldtheorien, Besatzungstheorien, natürliche Ordnungstheorien, was ändern die an der Frage, ob wir uns irren, wenn wir sagen, wir müssen gucken, dass wir Menschen auf der Straße ansprechen, wie das die Hare Krishna-Leute machen, die immer wieder Leute für ihre Kommunen finden, obwohl dort kein natürliches Leben und kein glückliches und wirklich gesundes Leben stattfindet. Aber trotzdem kriegen die das hin. Und wir müssen, was spricht dagegen? Wo sprechen diese Theorien dagegen? Das ist ein Irrtum. Also, dass es jetzt ein Irrtum von mir wäre, wenn ich sagen würde, wir müssen die Leute fragen, haben sie sich schon jemals ein besseres Leben gewünscht? Ja, haben Sie schon mal von der weltberühmten Gemeinwohlökonomie oder der Anekdote vom alten China gehört? Haben Sie schon mal darüber nachgedacht, ob die Marktwirtschaft Ihr Leben unglücklich macht? Haben Sie darüber überhaupt schon jemals nachgedacht? Also was bringen uns diese Theorien außer Zeitvergeudung? Wo können Sie Irrtümer von mir zum Beispiel korrigieren? Wo können diese Theorien Irrtümer bei Öff korrigieren? Wo können diese Theorien Irrtümer bei Thomas korrigieren? Wenn nicht, sind sie vielleicht nur Zeitvergeudung. Kurz meine Zeit nachholen und gleich darauf antworten. Naja, es war ja schon das Piep-Piep gewesen, aber du kannst einen Satz dazu Zeit sagen. Den Nachsatz kannst du noch einbringen. Ja, ja? Auf jeden Fall. Du kannst erst auf die Leute zugehen, wenn du sehr konkret weißt, was du auch als Gegensprache hast. Auf rein akademischer Ebene wirst du sie nicht packen können. Ja. Ja, dann gebe ich jetzt weiter an den Öff, aber vorher noch die Frage an den Öff. So, wie siehst du das? Sind diese Theorien zielführend? Sind sie Zeitvergeudung? Oder könnten diese Theorien mir sagen, wo ich mich irre, an welchem Punkt ich mich irre und was ich nicht genügend berücksichtige, wenn ich sage, wir müssen hingehen und Menschen fischen, so wie das die Hare Krishnas machen, Menschen fischen, wie es Jesus versucht hat. Wir müssen wieder über die Kommune gehen und das, ich glaube, dass wir alles Know-how dafür haben, aber die Frage ist, bringen uns die Geldtheorien, die Besatzungstheorien und die natürlichen Ordnungstheorien jetzt da diesbezüglich weiter oder lenken die uns ab und halten die uns ab von dem richtigen Tun? Öff, ich drehe dich gleich laut. Loslegen! Los! Wo ist der Öff? Alles, was mit Dogmen zu tun hat, mit Grundsätzen, Glaubensgrundsätzen oder sonst irgendwas,
habe ich halt einfach immer ein Problem, dass Dogmen da von Leuten benutzt werden, um eine Deutungshoheit oder eine Deutungsmacht zu erlangen und dadurch wiederum letztendlich Macht über anderen zu haben. Und jetzt komme ich hier auf dieses zurückfreie Argumentekultur gegen Dogmen zu argumentieren ist oft sehr schwierig, weil es einfach eine Glaubenssache ist. Ich für mich sehe das eher so, dass man im Hier und Jetzt ist. Es gibt viele Theorien, man braucht sich bloß das NATO-Truppenstatut mal genauer ansehen, dann weiß man auch auf jeden Fall, wie viel Besatzungsrecht in nationales Recht umgewandelt worden ist. Lauter solche Dinge. Aber sich darüber zu echauffieren, dass das so ist, ist es doch besser zu sagen, hey Leute, damit haben wir ein Problem. Und hier sprechen wir wieder ein systemisches Problem an. Und dann drehen wir uns irgendwie im Kreis. Also ich empfinde das so, dass man versuchen muss, dogmenfrei einfach seine Sache zu vertreten. Und so wie Dylan vorhin gefragt hat, so mit Menschenfischerei, im Grunde genommen ist es ja letztendlich nichts anderes, als wenn man sagt, du, das ist meine Argumentation, das halte ich für vernünftig und ich versuche danach zu leben. Ja, mehr kann man eigentlich gar nicht machen. Und wenn du, Gela, heute bei der Demo dort warst und dann zwei, drei gute Gespräche geführt hast, finde ich das auch eine wesentlich bessere Ausbeute als die Leute, die dort mitgelaufen sind. Also das auf jeden Fall. Und dann nochmal, ich bin auch der Meinung, so wie Dylan hier in dem Fall, dass viele Theorien einfach nur ablenken. Die lenken wirklich nur ab von dem, was eigentlich FF immer wieder gern möchte, dass man frei denkt. Das lenkt vom Denken irgendwie immer ab. Ich bin der Meinung, das kann man sich einfach mal anhören. Man hört sich dann mal die Meinung an. Man muss sich selber eine Meinung bilden. Ja, und da stellt sich die Frage, nach welchen Prämissen versucht man seine Meinung zu bilden. Und ich denke, das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Ja, okay. Ich gebe weiter, Dylan. Ja, danke schön. Kurz der Hinweis leider, weil ÖFF ja vorhin rausgefallen ist, habe ich vergessen gehabt, den Knopf anzudrücken. Aber jetzt habe ich hier, aber wir sind inhaltlich immer noch auf dem Faden. Jetzt läuft die Maschine wieder, die Mitschneidemaschine. Ja, also, ja, Thomas, genau, du hast das aus meiner Sicht das richtig gesagt. Theorien und Ablenkung. Ja, es geht für mich auch, es geht um das, da ist noch ein Mikro an irgendwo, irgendjemand hat noch Mikros an. Oh, das war ich, sorry. Ja, es geht um das, den Nächsten, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, nicht um den Fernsten erst einmal. Es geht nicht um das Theoretische, sondern das möglichst Praktische. Das ist das, was ich anregen möchte. Vielleicht irre ich mich da, ja, aber es geht darum, dass ich mit den Leuten hier in Köln darüber sprechen muss, dass der Supermarktleiter vom Aldi gezwungen ist, durch die marktwirtschaftlichen Mechanismen den Leuten von Palmöl, krebserzeugend verseuchtes Essen mit Zucker verseucht und allen möglichen Konservierungs- und Giftstoffen und so weiter, dass er durch die Marktzwänge gezwungen wird, uns alle zu vergiften und auch die Leute, die gerade dann vor dem Supermarkt stehen, dass sie ja davon vergiftet werden und dass wir ihnen sagen müssen, dass sie auch, dass der Supermarktleiter quasi ein nicht bewusstes Interesse hat, daran hat, dass sie, lieber Mensch auf der Straße,
so unglücklich wie möglich werden, denn dann werden sie esssüchtig, alkoholsüchtig, zigarettensüchtig und kaufen bei Aldi ganz viele Produkte ein, ja? Und das ist, steckt in der Marktwirtschaft drin. Und deswegen, lieber Mensch auf der Straße, bitte kommen Sie in unsere Kommunenprojekte, in die 10 Projekte, die der Öffi an der Hand hat und so weiter, und jetzt unseren kleinen Mini-Ableger Köln, ja? Und kommen Sie in die Kommune, weil Sie nicht mehr Ihr Leben zerstören lassen wollen von der Marktwirtschaft. In den Kommunen sind wir außerhalb der Marktwirtschaft. Und wenn wir Tauschhandel praktizieren, dann würden wir den nur noch gemeinwohlwirtschaftlich praktizieren, sodass nicht mehr der Zwangsmechanismus entsteht, die Menschen mit billigsten Zutaten immer mehr krank zu machen, einfach weil man sonst nicht wettbewerbsfähig ist gegenüber dem Rewe nebenan, ja? Und diese Zwänge, das ist das, also noch einmal, es geht darum, dem Nächsten zu helfen, dem, der gerade vergiftet wird vom Supermarkt, dessen Leben zerstört wird von diesem Supermarkt, und nicht immer über das Fernste als Erstes zu reden, sondern mit den Menschen über das, was ihnen auch am nächsten ist, zu sprechen. Ja? Der Arzt, der in der Praxis, denen klarzumachen, dass die Marktwirtschaft die Ärzte dazu zwingt, die Leute chronisch krank zu machen, damit sie genügend Behandlungen verkaufen können, ja, und chronisch krank zu halten. Wenn sie die Leute das verstehen, dann sagen sie, ja, ich muss auch raus aus der Marktwirtschaft, ich will in die Kommune, und hier, ich will auch in die Kommune Köln-Süd oder in eine der anderen über 10 Projekte, die der Öffi an der Hand hat, ja, oder nach morgen heute, nach Mecklenburg-Vorpommern zum Louis oder so, weil ich will nicht mehr mein Leben weiterhin zerstören lassen durch die Marktwirtschaft. Ja? Also deswegen mein Plädoyer nochmal ganz, ganz deutlich hier, ganz deutlich. Weg vom Theoretischen zum ganz Praktischen. Und nicht über diese fernsten Dinge reden, sondern über das Nächste. Für die Leute interessiert überhaupt nicht, wie die Geldtheorie ist oder irgendwas oder auch die Besatzungstheorie ist. Wenn wir die Leute kriegen, dann nur über den Gedanken, ja hoppla, die Marktwirtschaft, die vergiftet mich ja. Die Ärzte machen mich krank und alle machen mich unglücklich, damit ich kaufsüchtig, konsumsüchtig und shoppingsüchtig werde. Ja, da will ich raus aus der Marktwirtschaft, da will ich rein in die Kommune, will ich eine neue Realität aufbauen. Öffi, was sagst du dazu, genau zu diesem Punkt? Ich gebe weiter, Sekunde. Wir hören dich. Super, das freut mich. Ja, danke an die Vorredner. ja, also ich bin da bei dir. Und ich glaube, was die grundlegende Lebensveränderung angeht, dass man selbst anders lebt, so aufs Ganze verantwortlich, also die Herrschenden nicht mehr beauftragt, im eigenen Namen Massenmord zu begehen. Da kann keiner sagen, das ist nichts für mich. Also sowas wie anzustreben, da aus dem Staat, aus dieser Mitverantwortlichkeit rauszutreten, das ist nicht ersetzbar. Weder durch Ökomaßnahmen noch durch Demonstrationen, Einsatz für die Germanen und was weiß ich. Das sind die Weichenstellungen im persönlichen Leben, in der persönlichen Lebenssubstanz, die sind nicht ersetzbar. Und genauso das Leben in Kommunen. Die alten Germanen haben in Stämmen gelebt. Also Familien, Großfamilien, Sippen und Stämme. Und ich glaube, das hat ja seine logische Notwendigkeit. Ich sage ja nicht, wir sollten überall, wo wir sind, im Kommunerahmen leben, weil ich das aus Jux und Dollerei so behaupten mag. Sondern wenn wir einen Lösungsweg suchen wollen, womit wir bei uns anfangen und dann mit der Gemeinschaft, dann heißt das, wir müssen verantwortliche Entscheidungs- und Verteilungsstrukturen entwickeln. Egal, ob jemand christlich ist, ob jemand esoterisch ist, ob er germanisch ist oder wie auch immer. Wir müssen aufs Ganze gesehen verantwortliche Lebensformen mit verantwortlichen Entscheidungs- und Verteilungsstrukturen entwickeln. Und das ist dieses Teilen, geschwisterliche Teilen der Entscheidungen, das führt zur Konsensdemokratie. Und das ist dieses geschwisterliche Teilen auch sonst, wie es in Artikel 1 der Menschenrechte schon steht. Und da sollten wir, ich sage nicht, anderes darf nicht sein, aber es darf nicht davon ablenken.
Und da können wir dann auch sogar mit Blick ob auf die Christen und auf die Germanen, können wir sogar sehen, dass da ein Großteil da sogar drin steckt, von diesem Leben in solchen verbindlichen, engen Gemeinschaften, wo das gemeinsame Entscheiden gelernt wird und das Teilen miteinander. Nein, es kann niemand sagen, das ist nichts für mich. Ja, das kann anstrengend sein. Aber das sind die Anstrengungen, die für verantwortliches Leben nötig sind. Und die sind einfach auf sich zu nehmen. Da kann man sich nicht mit anderen Ersatzbeschäftigungen oder weil es zu unbequem oder was weiß ich ist, drumherum drücken. Also das ist mein Tipp. Also Dylan, ich bin ganz begeistert von dir jetzt. Ne? Also ich meine, du bist ja jetzt auch, trittst ja in ein ganzes Stück weit mehr, jetzt in lebendigen Rahmen auch, den du bietest, wo Leute jetzt bei dir andocken können. Und da bin ich ja ganz bei dir. Das alles hat nur einen Grund, dass ich zweifle an der Chance, in einer Diktatur eine neue Partei wie die Gemeinwohlpartei hinzubekommen. Ja, hast ja auch völlig recht. Ja, ist ja kein Wunder. Die haben ja auch die Spielregeln auch der Machtentwicklung und der Parteienentwicklung in den Händen. Wir sehen ja, wie die damit rummanipulieren. Ne? Und auf die Wahlen vertraut auch kein Mensch mehr. Also, okay. Also insofern, es ist der richtige Weg. Bei sich anfangen, mit dem, was man in den eigenen Händen hat, die eigene Persönlichkeit, die eigene Lebensgestaltung und dann auch drumherum mit anderen Menschen die vorgelebte Verantwortungsgemeinschaft. Das kann uns keiner kaputt manipulieren, außer wir selbst. Eine und Wohnung füllen und dann neue Wohnungen im Umfeld anbieten. Ja, genau, das ist es. Ne? Das kann uns keiner nehmen. Und wenn wir das aber nicht machen, wird uns nichts anderes diese verlorene Glaubwürdigkeit ersetzen können. Wir müssen die Kernziele, die wir haben, leben wollen. Und dann kann ja von mir aus alles andere sein. Also ich bin auch begeistert von dem Ding der Konsensstrukturen der Germanen. Ich bin begeistert vom Konsenslanghaus der Irokesen. Ich bin begeisterter Christ. Jesus ist ein Riesenvorbild von mir und so weiter. Aber nicht ausspielen gegen diese Umstellung der wesentlichen eigenen und gemeinschaftlichen Lebenssubstanz. So, das reicht für dieses Mal. Ich gebe weiter. Ja, danke. Ich bin ganz deiner Meinung. Das hast du super gesagt gerade. Toll. Der Meinung. Sei umarmt, Gela. Ja. Weil das vorhin nicht aufgenommen wurde, was ich gesagt habe, würde ich das, was ich dem Thomas gesagt habe, gerne nochmal wiederholen. Weil er sich so gegen das Deutschsein gewehrt hat vorhin. Und möglichst immer schön ans Mikro ran, du wirst immer extrem leise. Weil er sich so gegen das Deutschsein gewehrt hatte, Thomas. Also ich denke, wir Deutsche sind abgeschnitten worden von unseren Wurzeln, vom germanischen Sein, vom bei unserem Kulturauftrag. Ich sage dieses Wort nochmal. Genau, wir wurden abgeschnitten und mit Schuldzuweisungen, wir sind die Schuldigen von, was weiß ich nicht, allem und ja, wir sollten da einfach genauer hinschauen, wieder, auf uns Deutsche, zusammen. Ich habe das schon gerade mal alles, was ich mitteilen möchte. Und sie hat das wunderbar gerade alles zusammengefasst, was ich auch meine. Vielleicht noch, hört ihr mich eigentlich? Ja, ja. Ja, okay. Gibst du weiter? So leise. Vielleicht nochmal den Gedanken mit der Energie, wo wir die Energie hinleiten. Also wenn wir zu viel, da wo wir die Energie hinführen, da gibt es eine Wichtigkeit. Und wenn das immer diese Themen sind von Diktatur und Ungerechtigkeit, dann bekommt das einfach eine Wichtigkeit und das ist nicht notwendig. Lieber die Energie auf sich selber gucken, dass man in dieser natürlichen Ordnung, in diese natürliche Ordnung reinkommt und mitschwimmen kann. Gut. Ich gehe weiter, Thomas. Ja, ich bin wieder da. Okay, also, dieses,
warum ich mich gewehrt habe, germanisch, nun gut, seit Karl den großen Sachsenschlechter, wurde praktisch mit dem Schwert die germanische Kultur aus deutschen Landen vertrieben, nachdem x-tausend Leute gestorben sind, um den Katholizismus letztendlich hier mal ein bisschen Vorschub zu leisten. Und danach, ja, wenn man sich das jetzt vorstellt, Barbarossa ist 800, Karl der Große ist um 800, Weihnachten 800 gekrönt worden. Da sprechen wir jetzt von 1200 Jahren Sozialisierung. Und wie viel ist von dem Glauben oder überhaupt noch von dem Wissen, was die Germanen hatten oder sonst was, noch tatsächlich verfügbar? Das ist mal das eine. Und das andere ist, gilt es eigentlich nicht für jeden hier irgendwie auf der Welt, dass er sich kritisch mit der Vergangenheit beschäftigt, dass er weiß, wo er herkommt und daraus vielleicht ein Gefühl entwickelt, was wir eigentlich nicht mehr haben wollen. Und das ist, glaube ich, mal interessant zu sehen. Ansonsten bin ich komplett dabei, dass ich sage, ja, Vorleben ist die eine Sache, das den Leuten argumentativ klar zu machen und vor allen Dingen nicht immer ins voll Akademische abdriften, weil ich denke, damit wird man die Leute nicht erreichen, sondern mit dem kleinsten gemeinsamen Konsens, der da lautet, ja, wie schaut das allgemeine alltägliche Leben in so einer Gemeinschaft aus? Ich denke, die meisten können sich das irgendwie nicht vorstellen. Und da geht's eigentlich los, dass man eigentlich diese Vorstellung irgendwie für andere Leute so transportiert. Aber auch, was macht der Supermarktleiter mit uns? Und was macht der Arzt in der Marktwirtschaft mit uns? Auch das. Ja? Ja, natürlich, wir können noch weiter diskutieren. Worauf ich hinaus will, ist das einfache, normale Leben. Wie wird das organisiert? Das interessiert die Leute letztendlich im Großen und Ganzen. Ja, wie schaut es aus, wie schaut es mit der Arbeit aus? Was kriege ich denn? Was tue ich denn? Und lauter solche Dinge. Verstehst, das ist jetzt hier können wir über Kapitalismuskritik auch reden. Die Frage ist, was den Leuten tatsächlich interessiert. Interessiert sie tatsächlich der Kapitalismus, wie der funktioniert, oder interessiert sie sich eher dafür, dass sie sagen, du, ich möchte ein anderes Lebensstil irgendwie für mich einführen und sage, ich verzichte freiwillig auf Konsum oder sonst irgendwelche Dinge. Ich denke, das sind eher die Fragen, die interessant sind. Übrigens, dafür bin ich auch Spezialist. Ich habe ja studiert, auch Sozialarbeit und so weiter. Ich weiß, wie dieser ganze Staat funktioniert und wie man eben auch alternativ in der Kommune leben kann, ohne gezwungen zu werden, in diesem System unbedingt malochen zu müssen und damit in der Waffenindustrie, in der Tabakindustrie mitwirken zu müssen. Also da kenne ich mich aus, das nur als Hinweis am Rande. Mach weiter. Ist vollkommen in Ordnung. Ich möchte nur sagen, indem man einfach sagt, ja, wir leben so und so, das sind unsere Grundsätze und ganz praktisch schaut es so und so und so aus. Also, dass man den Leuten wirklich das so ganz, ganz plastisch erklären kann. Und ich denke, damit erreicht man eigentlich fast mehr als mit jedem großen politischen Manifest. So, das war's von meiner Seite. Ja, und wir suchen ja das Ende, weil wir haben schon 21:45. Das heißt, wir suchen ja jetzt das Ende. Also versuche ich mich auch wieder so kurz zu halten, wie nur irgendwie möglich. Und zwar, ich habe aber noch ein paar ganz wichtige Dinge. Gela und Öffi, bei uns in der Nähe ist von dem Klotwigplatz, also der Klotwigplatz ist das südliche Zentrum, das eigentliche Herz von Köln sozusagen.
Da bewegen wir uns, da gibt es einmal den Weihnachtsmarkt und dann gibt es da Alnatura, Aldi und den Severinskirchplatz und so weiter. Das ist das Herz von Köln eigentlich. Dann gibt es aber auch noch ein anderes kleines Zentrum, das ist der Friesenplatz, der ist nur ein paar Haltestellen weiter entfernt. Dort ist das Osho-Center, das eines der größten der Welt, Osho-Center. Da können wir also auch ich als Bhagwan Anurag Sitel und du als Mahadeva so und so, ich weiß nicht, wie dein Name ist von Osho und so weiter, können wir auch dort mit den Leuten ins Gespräch kommen und sie einladen zur Kommune, zur Bonobo Schenker Gemeinwohlkommune oder wie auch immer, ja. Und das ist so, dass von wegen ansprechen wie die Hare Krishna-Leute, ja, Menschen fischen, ja, das sehe ich jetzt, weil ich nicht mehr so voll an die Partei glaube, ja, aber trotzdem möchte ich übrigens, eine Werbefirma hat jetzt angeboten, die wird mich am Montag anrufen, die will also gegen Entgelt natürlich für die Kommune, aber auch für die Partei Werbung machen, vielleicht in Schrot und Korn, die ja auch beim Alnatura kostenlos verteilt wird. Und ich möchte die Chance Partei nicht völlig streichen. Vielleicht hat ja auch die Gela dann, ist ja auch vielleicht bereit, auch wie der Louis Vorstandsmitglied der Partei zu werden, sodass wir dann so die Formalien, die da noch so anstehen, die restlichen 2-3 Formalien dann locker hinkriegen könnten und so weiter. Und ja, und sozusagen, ich glaube wirklich, dass wir mit den Leuten sprechen müssen, wie der Thomas eben gesagt hat, wie viel besser kann das Leben in der Kommune sein? Alles Know-how dafür ist vorhanden. Ich habe ja schon sehr viele Kommunen gemacht, aber erst jetzt haben wir alles Know-how zusammen und auch mit diesem Samstag alles Know-how zusammen sozusagen. Aber es muss ganz konkret über das bessere Leben gesprochen werden. Es muss da ganz konkret gesprochen werden, was die Marktwirtschaft jeden Tag mit uns macht, dass sie uns vergiftet mit Pestiziden, mit Glyphosat, mit Zucker, mit allem Möglichen, mit Palmöl und so weiter, und wie dass wir da raus müssen aus dieser Marktwirtschaft und dass wir den Leuten das anbieten, da rauszukommen in ein besseres Leben. Und ach so, Thomas, Mikro ist noch an. Ach so, Entschuldigung. Ja. Das heißt, und vielleicht auch über Gemeinwohlökonomie, das ist was Weltberühmtes, da kann man ins Gespräch kommen, über die Anekdote vom alten China, die ist auch weltberühmt, da kann man ins Gespräch kommen, ja. Und dann noch, Gela, vielleicht eine Bemerkung an dich, ja, vielleicht nochmal darüber nachdenken, vielleicht ist das auch ein Irrtum. Wir sind in Wirklichkeit vom afrikanischen Sein angesprochen, denn wir sind bis vor 100.000 Jahren, waren unsere Urgroßeltern alle, jeder von unseren Urgroßeltern haben im afrikanischen Bonobo-Schenker-Gemeinwohl-kommunistischen Gruppenehen gelebt zum Beispiel. Und davon sind wir abgeschnitten. Also das Germanische ist nur eine winzige Durchgangsphase, die für uns eigentlich bedeutungslos ist. Wir haben hunderttausende Jahre gelebt im Bonobo-Schenker Gemeinwohlkommunen in Afrika, und mit Germanien hatten wir eigentlich fast nur winzigste Zeiten zu tun. Und natürlich hast du recht, Gela, wenn du sagst, dass wir alle so in diesem Schuldkomplex leben. Natürlich ist es klar, dass wir ja quasi da natürlich die Schuld übernehmen, etwas, was eigentlich die Marktwirtschaft mit uns gemacht hat. Ja, denn die Marktwirtschaft war Hitler und nicht irgendwie irgendwas anderes. Das war die Marktwirtschaft, und da die Marktwirtschaft aber weltweit ist, war sicherlich nicht der einzige Mord und Totschlag, ging von Deutschland aus, sondern die Marktwirtschaft macht ja ständig überall Kriege. Ist klar, dass wir da natürlich die Schuld vernünftig einstufen müssen. Aber das ist alles unwichtig, weil eigentlich sind wir abgeschnitten von unserem afrikanischen Sein durch die Marktwirtschaft, die vor 400.000, 300.000, 200.000 Jahren in Afrika erfunden wurde und die dort schon unser afrikanisches Sein angefangen hat zu zerstören und uns davon abzuschneiden. Ich gebe weiter an Öffi. Wir suchen ja das Ende, gell? Moment. Jetzt hören wir dich.
Ah, das Telefon muss ich neu einwählen. Ja, ich war wieder da. Ja, super, Gela. Dann kommst du gerade richtig, weil ich fange jetzt gerade an. Wir waren alle rausgefallen. Okay, ich wollte sagen, das ist jetzt so eine Stelle, Dylan, wo wir alles auch gut zusammenfügen können. Uns gegenseitig unsere Motivationen so voll, ja, ernst nehmen, bestätigen, alle Kraft draus ziehen können. Denn du hast natürlich recht, die Verbundenheit von uns mit den Bonobus alles ist ein Riesenerbe, wo wir von abgespalten sind. Völlig richtig. Aber auch von den Germanen und vielem, was da an, ja, von unseren Vorfahren, da haben die ja ihr Leben reingesteckt. Ich meine schon, wenn man allein an seine Großeltern, seine Eltern und seine Großeltern denkt und überlegt sich, welche Liebe und welches Bemühen da einem zuteil wurde, dass man sich entwickeln konnte und jetzt hier im Leben auch weitergehen kann. Das sind alles Dinge, da kann man den Dank und die Wertschätzung und die Achtung und Ehrfurcht, ist alles berechtigt, ist alles gut. Und alle Kräfte, die wir so ziehen können, aus welchen Hintergründen auch immer, wir sollten sie ziehen. Und wir sollten jedem anderen, der da hingeht und zieht da solche Kräfte, sollten wir Glück dabei wünschen und Freude daran. Hauptsache ist eben, wir lenken sie aufs Wesentliche, ne? Und da war das ja heute jetzt eine Gelegenheit zum Feiern, dass der Dylan diesen Weg einfach, egal ob es mit Partei klappt oder nicht, ne, wo wir alle weiter hoffen und auch mit dranbleiben, aber bei sich die Umstellung und andere daran teilhaben lassen im Sinne eines Gemeinschaftsmodells. Und sei es noch so klein, aber es ist die Substanz. Und das brauchen wir auch, wir anderen, überall. Ne? Also ihr wisst, für mich ist dementsprechend klar, ich lebe gar nicht mehr irgendwo, wo es nicht Kommuneprojekt und in diesem Sinne ist. Ich will freie Argumentekultur und das Menschengeschwisterliche teilen. Nicht, dass man es hundertprozentig schafft, aber das müssen die Weichen sein. Mit was anderem bin ich ans System nicht mehr dran zu ködern. ja, da können wir uns gegenseitig Kraft geben, so gut wir können. Ne? Kann jeder versuchen, diese Umstellung zu den anderen Wurzeln so gut wie möglich hinzukriegen. Ja, und damit danke ich euch allen. Ne? Feiern wir die Gelegenheit heute und machen kraftvoll, noch kraftvoller weiter die nächsten Male, wenn wir reden und tun und alles so. Seid umarmt durchs Internet. Ja, Gela, wir suchen das Ende. Du noch nur kurz, was dir noch besonders wichtig ist. Ja, genau. Also zum einen wollte ich sagen, der Neandertaler ist, soviel ich weiß, älter als der Homo sapiens. Und der hat hier... Leider völlig falsch. Der Homo sapiens ist 300.000 Jahre alt, der Neandertaler. Kann man sagen, entstand als Homo erectus in Afrika vor 400, 500.000 Jahren. Aber der Neandertaler selbst ist, glaube ich, erst 80.000, 70.000 Jahre alt gewesen. Aber das spielt auch keine Rolle. Ja, das bringt uns nämlich nicht weiter. Spielt keine Rolle. Also meine Abschlussworte sind dann eigentlich so, ich sehe schon im Moment, dass die Marktwirtschaft und das Geldsystem ausgedient haben und zu Ende geht, auf die eine oder andere Art und Weise, bargeldloses Handeln oder wie auch immer, also da möchte ich eigentlich nicht hin. Wenn das ausläuft, haben wir aber schon die Möglichkeit, die Besatzung, da komme ich jetzt nochmal drauf zu sprechen, weil genauso wie die Marktwirtschaft und die Nahrung uns vergiftet uns auch die Besatzung. Und wenn wir befreit wären, würde das auf jeden Fall viele Menschen nochmal ganz anders berühren und aufwecken. Und in eine andere Freiheit kommen, in eine eigenständige oder in verantwortliches Handeln. Ich spreche jetzt nochmal die natürliche Ordnung an, zu der wir dann kommen können, wenn wir aufgewacht sind und durch die Befreiung, also wenn das alles ein Prozess wäre oder so könnte ein Prozess aussehen in der nächsten Zeit, das würde ich uns wünschen. Und dann haben wir alle Möglichkeiten, schätze ich mal. So wie es die Schenkerbewegung oder die Freiargumentenkultur uns jetzt
schon vorzeigt. Damit verabschiede ich mich auch. Ich grüße euch alle ganz herzlich. Bis dann. Thomas, versuche kurz, das deine wichtigsten Punkte noch zu bringen. Ach, meine wichtigsten Punkte sind, heute habe ich eigentlich nichts mehr zu sagen. Ich habe vorhin schon das eigentlich zusammengefasst für mich. Kritisches Auseinandersetzen mit der Vergangenheit ist unbedingt wichtig, um darauf zu kommen, wie man lebt, warum man lebt. Und dann stellt sich eher die Frage, welche Ziele hat man und was möchte man erreichen? Und dann stellt sich nur noch die Frage, wie konsequent ist man letztendlich auch vor sich persönlich? Dieses neue Modell oder ein Modell, was jetzt halt nicht dem gängigen Klischee entspricht, vorzuleben und dann dabei Gleichgesinnte zu suchen. Weil über die akademische Schiene glaube ich nicht, also dass man da in irgendeiner Art und Weise zu viele Leute bekommt, weil auch auf der akademischen Seite viel genug Marktdurchdringung herrscht, so dass da eigentlich auch kein freier Diskurs mehr möglich ist. Genau, ja. Wir machen ja eigentlich nur noch Konzernwissenschaft an den Universitäten. Genau, so schaut es aus und von daher sage ich mal, ist ja das auch immer ein großes Problem, wenn man sagt, man möchte mit vernünftigen Argumenten hier weiterkommen, dass eigentlich immer gesagt wird, ja, woran werden die Argumente gemessen, also wie stark sind sie denn? Und da ist halt immer der Blick der Leute, ja, die Marktwirtschaft liefert die guten Argumente und alle anderen liefern die schlechten Argumente. Und da gibt es halt einen Kampf um die Deutungshoheit, wo jeder Einzelne von uns letztendlich Kollateralschaden mit sich trägt, egal wie das jetzt auch immer ausschaut. Und dem auszukommen, ich glaube, das ist das wirklich Schwierige. Also, dass man jetzt sagt, okay, ich versuche mich so gut wie es geht außerhalb des Systems zu bewegen, aber inwieweit kann ich mich wirklich abkapseln vom System? Da habe ich keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber ich denke, wenn man versucht, die ersten Schritte zu gehen, werden die anderen schon folgen. Ja. Okay, das war's. Ja, und ich habe nur noch zwei Punkte, die mir ganz brennend wichtig sind heute. Meine Anregung an Gela und Luis, falls er die Sendung sich anhört, die tun sich ja beide, oder Luis tut sich ja sehr schwer, sich an mir zu orientieren, ja, aber dann bitte, meine Bitte an euch, orientiert euch an Öffi. Der Öffi ist der weiseste Mensch, dem ich und vielleicht sind einige unserer Professoren in der Nähe von Öffi, aber da bin ich noch nicht mal so ganz sicher, ja. Aber das ist der weiseste Mensch, den ich je getroffen habe. Wesentlich weiser als Osho, Bhagwan, Sri Rajneesh, als alle diese Gurus und alle. Viel, viel weiser. Also bitte orientiert euch an ihm, wenn ihr euch nicht an mir orientieren wollt, weil ich vielleicht, wenn ich sage, okay, ich verstehe mich als erleuchteten Großmeister und den zurzeit wichtigsten in der Welt und so weiter. Das mag ja der Luis nicht so, aber dann soll er sich doch wenigstens an Öffi orientieren, der so viel Vernünftiges und Weises und Erleuchtetes formuliert, das habe ich sonst nirgends in der Welt gefunden und ich habe viel gesucht. Also bitte dann haltet euch wenigstens an Öffi, ne? Wenn ihr schon nicht an Bhagwan Anurag Seetal Dhillon euch orientieren wollt, ja? Und so weiter. Und dann noch mal ganz kurz so zu dem Thema Bargeldlos. Zum Beispiel, ich habe überhaupt keine Angst davor. Ich werde fürs Musik machen, werde ich mir irgendwann ein Gerät anschaffen, wo die Leute mit Karte bezahlen können, durch Dranhalten oder so, ja?
bei der Musik, ja. Aber wovor ich Angst habe, ist dieser ständigen Nahrungsvergiftung, dieser ständigen, was die Medizin mit den Menschen macht, dass sie tablettensüchtig macht und diese Vergiftung. Das ist viel realer und konkreter, ob das Bargeldlose mir überhaupt jemals wehtun würde. Ich bin auch für Bargeld, weil bei der Musik ist es auch schön mit dem Bargeld und so weiter. Aber ich kann auch überleben mit dem Bargeldlosen. Da wird es irgendein technisches Gerät geben, das ich dann kaufen kann und dann ist das Problem gelöst für mich. Wichtig ist aber, dass es aufhört, dass die Supermärkte uns alle vergiften, die Marktwirtschaft aufhört, so giftig zu sein. Ja, ich gebe weiter, wir suchen das Ende. Öffi, warte. Jetzt. Ja, da bin ich. Jetzt. Und wenn ihr einverstanden seid, hört ihr mich? Ja? Ja. Super. Na, wenn ihr einverstanden seid, haben wir das Ende dann sogar jetzt gefunden, weil ich greife den Anstoß auf, lasst uns alle voneinander lernen, uns alle gegenseitig Kraft geben, so gut wir können, und das führt uns am besten vorwärts. Und ich umarme euch ganz ähnlich durchs Telefon, durchs Internet und lasst uns kraftvoll weiter vorwärts machen. Ja, wenn niemand mehr was ganz Brennendes hat, können wir Tschüss sagen für heute? Na klar, tschüssi. Ja, ich muss den Thomas noch mal kurz hören, ob von ihm noch was kommt. Moment. Nee, kein Problem. Ahoi, macht's gut, bleibt's gesund. Ja, tschüssi. Tschüss. Tschüssi. Kommunenalarm. Tschüssi.